Ganz herzlich willkommen zu der allerersten Live-Übertragung von der Raclette Grill Challenge. Applaus bitte schön! Wir haben uns für heute eine fantastische Location ausgesucht. Wir sind nämlich zu Gast im wunderschönen Garten vom Bretter Hotel vom Traufer. Das ist Hofstätte bei Brienz und der Marc ist da bei mir. Sorry Marc. Ciao. Bist du fit? Bist du ready? Bis jetzt schon, ja. Tipptopp. Ich würde sagen, du machst es schon mal bereit. Jawohl. Ich stelle mich noch ganz kurz vor. Mein Name ist Raphael. Ich darf euch heute durch die Grill-Challenge führen und euch alles aus nächster Nähe etwas zeigen. Unser Traufer tritt natürlich nicht allein an. Er muss am Grill gegen andere bestehen, gegen unsere Finalisten, die wir haben. Ihr seht die vielleicht auch schon im Hintergrund. Und auch gegen die muss er sich beweisen. Während 5 Wochen haben die eure Herzen schmelzen wie der Raclette-Käse auf dem Grill. Ihr habt sie mit Likes und Liebe überschüttet und sie so ins Finale geschickt. Und sie sorgen heute dafür, dass der Traufer nicht nur wegen der Temperatur im Grill ins Schwitzen kommt. Ich nehme euch jetzt mal schön mit und wir gehen die kennenlernen. Salut Claudia. Salut Raphael. Claudia ist unsere erste Finalistin. Gratuliere dir ganz herzlich zum Einzug. Merci für Final. Merci. Bist du ready für den Traufer nach dieser weiten Anreise? Schön Bühl. Ja, sicher. Muss sich warm anlegen. Wie ich gesagt habe. Das ist gut. Du hast ja können überzeugen vorher mit deiner Kreation, mit dem Gemüse-Raclette-Pfännchen. Wie bist du auf das gekommen? Die Grossi hat das uns selber gemacht als Kind, als wir im Wallis in der Ferien waren. Jetzt habe ich gefunden, anstatt im Backofen könnte man sie auf dem Grill machen. Und für das hat die super Grill-Pfännchen. Und dann ist das gut gegangen. Aber heute darfst du nichts vorbereitet zu machen. Heute wird improvisiert. Heute wird es lustig, ja. Ja. Deine Konkurrenten haben wir natürlich auch noch unter die Lupe. Das ist nicht nur der Traufer, sondern das ist auch der Roland Isler aus Wengi. Roland, welches Wengi? Thurgau, aus dem schönen Thurgau. Ja, auch dir noch Gratulation, dass du dich durchgesetzt hast im Finale. Das Ticket hast du können lösen. Aber wie ist es eigentlich überhaupt dazu gekommen, dass du dich beworben hast? Aus Spass wurde ernst. Ich habe einfach mal im Facebook gesehen, den Aufruf. Dann habe ich gedacht, ja komm, ich bewerbe mich. Am Traufer mag ich es schon zeigen. Hey! Und jetzt hätte ich noch eine Frage für dich. Es wird etwas romantisch. Was wäre für dich das perfekte Raclette-Date? Das perfekte Raclette-Date ist ein feines Raclette an einem schönen Ort. Kerzenschein hast du unten rein schon in den Pfändchen, um den Käse zu schmelzen. Also bringst du auch das Herz zum Schmelzen. Oh. Hände Mann mit einer Strategie. Antreten tun Claudia und Roland natürlich gegen unseren Botschafter, gegen den Gastgeber, gegen den Resident Racletteur, den Traufer. So, jetzt, wo wir ganz allein sind unter uns, wie nervös bist du? Eigentlich nicht nervös, weil ich habe alles so vorbereitet in meinem Kopf, dass ich das herbretsche und die Jury wird überzeugen. Ist klar. Also, das habe ich jetzt aber schon 2 Jahre lang gesagt, das hat nie geklappt. Also von dem her, ja. Wer erwartest du denn von euch knappe Affische heute? Ja, du, ich weiss nicht. Jetzt ist es für alle neu. Es ist eh das ganze Finale ist neu. Es ist nicht wie vorher, wo du dein eigenes Rezept hast können machen, sondern jetzt müssen wir einfach alle 3 Finalisten da etwas zaubern. Und ich glaube, es ist sehr fair. Ich freue mich extrem. Super cool. In dem Fall, ich freue mich genauso wie du. Wir haben hier natürlich noch ein paar extra Hürden eingebaut, aber. Hey. So, aber jemand muss es jetzt noch beurteilen. Und für das haben wir unsere kompetente Jury dabei. Und zwar könnte das unsere erste Jurorin eigentlich aus dem FF. Die hat nämlich vor einem Jahr die Challenge für sich entscheiden. Die Rede ist von der Irene Bissig. Einen grossen Applaus! Unser nächster Juror ist nicht weniger Wettkampf erprobt. Als Käsermeister ist er vom Fach. Und er ist aber mit Leib und Seele Sportler. Der Rede ist von keinem geringer als dem 150-fachen Kranzschwinger, dem Nödi Forer. Ja. Und für eine dreiköpfige Jury braucht es natürlich auch 3 Leute. Ergo, wir haben noch jemanden, der die Jury hier komplettiert. Auch sie versteht etwas vom Käse. Sie kennt das Business. Sie macht nämlich das Marketing von der Käserei Seiler. Ein Applaus für Salome Jagler. Das gut aussehende Trio hier kommt in Genuss, um alle die Gerichte zu bewerten. Und es kommt nämlich nicht nur auf den Geschmack drauf an, sondern auch auf andere Sachen, wie zum Beispiel die Show am Grill,
vielleicht ein bisschen Humor, Kreativität, Flexibilität, wenn man etwas in die Hose gehen könnte. Wer weiß? Auf jeden Fall, einfach wird es nicht. Noten gibt es natürlich auch von unserer Jury, und zwar gehen die von 1 bis 3. Nein, die wirst du mal vormachen. Wir haben hier so Grillpfännchen, es sind drauf, ist sicher was 1. Hey! Hey! Also wir haben hier Noten von 1 bis 3. 1 schlechteste, 3 ist das Beste. In der Zwischenzeit haben wir alle unsere Kandidaten hier bereit am Grill. Drauf hat sich hier in Pole Position gebracht. Ja, hat sich alle Zutaten eigentlich schon unter den Nagel gerissen. Wir haben hier das alles auf dem Tisch. Wir teilen unsere Zutaten, weil die Bewegung ist gesund. Ihr könnt ein bisschen hin und her laufen zwischen dem Grill und dem Zutatentisch. Wir können Schnipseln machen. Es hat alles Mögliche, das schauen wir noch ein bisschen genauer an. Ihr habt ungefähr 20 Minuten Zeit, um da euch zu verwirklichen kulinarisch. Was heisst ungefähr? Meine Zeitrechnung ungefähr 20 Minuten. Okay, gut. Also, das ist recht. Gut. Dann würde ich meinen, ihr packt euch die Pfännchen. On your marks. Ready? Raclette! Los! Ja, jetzt musst du pressieren, du darfst keine Zeit verschwenden. Ja. Oder kannst du dir leisten? Ja, ich glaube schon. So, wir sehen hier. Wir haben diverse Zutaten hier auf dem Tisch. Wir haben hier Brötli-Sachen. Claudia, hast du schon ein Pilzli schneiden? Spannend. Wir sehen hier. Das ist wahnsinnig zielsicher zu denen gegriffen. Drauf losgeschossen. Ja, der Herrn ist ein Fan. Meinst du, musst du dich verteidigen gegen den Traufer? Ja, man weiss nicht, was also, er macht. Du hast ein Messer, vergiss ja, nicht. Ja, nur meins ist klein. Hat er sich ein grösseres geklaut? Meint ja nicht. Ich glaube, wir haben alle ganz kleine Messer. Ja, nein, ich habe natürlich. Schau, ich war vorher oben beim Chefkoch, muss mal schauen. Oh. Aber irgendwie habe ich Angst vor diesem Messer. Ich glaube, da gibt es noch gehackte Finger. Ich lasse das in diesem Ding da. Also, ich glaube, meine dummen Sprüche sind verrückt gestrichen. Die darf ich nicht mehr bringen. Schade, Spech, wirklich Spech. Aber was haben wir sonst noch so auf dem Tisch? Wir haben hier spannende Sachen. Wir haben eine Dose. Eine sehr lustige Dose. Wir wissen hier nicht so recht, wir könnten die auch mal bei euch zeigen, hier, im Publikum. Du, wer weiß, was da drin ist? Wir finden es jetzt ein bisschen raus, vielleicht, wenn sich der Marc mal trauen würde, etwas Unkonventionelles zu machen. Sie für mich? Zum Beispiel. Ich fordere die raus, brauche eine. Jetzt gehen wir mal schauen, komm. Oh, Ananas. Brauchst du Ananas? Nein. Brauchst du Ananas? Ja, vielleicht. Sehen wir. Die hat schon etwas auf dem Grill, jetzt muss ich da wirklich langsam. Ich würde langsam pressieren. Ja, ich sehe es gut. Der Roland ist schon wahnsinnig relaxed. Immer. Dann schauen wir doch mal ein bisschen in die Vergangenheit mit dir. Magst du dich noch an dein erstes Mal erinnern? Also dein erstes Mal Raclette? Aha, gut. Das andere würde mich mehr interessieren. Nein, mit dem bin ich aufgewachsen. Mit Raclette. Also haben sie eigentlich Raclette in Shoppen rein da? Genau, etwa so. Und es war das Speziellste, was du bezüglich Raclette je gegessen hast? Speziellste? Das ist jetzt noch schwierig. Raclette ist immer speziell. Jedes Meinst Mal kannst du es anders machen. Es sind Umstände, die es speziell machen? Genau. Oder wenn wir wieder bei deinem Raclette-Date? Unterkäse. Ja, und das Raclette-Date. Ah. Vielleicht können wir noch eine Einladung rausschnurren. Dann gehen wir weiter schauen. Weil ich glaube fast, wir haben hier jemanden, der etwas internationaler unterwegs ist. Ich sehe Pizzateig. Genau. Was hast du vor? Also Pizza offensichtlich, aber... Also ihr seid ja schon gut. Oder täuscht das? Es gibt die eingestreite Pizza. Oh. Und wir haben jeden Trick angewendet. Jeden. Oh. Eine normale Pizza ist ja langweilig. Ich komme da Hunger rüber, da wird man ja nervös. Aber ich glaube, der Küchenchef hat im Traufer nicht nur das Messer gebracht. Und zwar hat er sich auch ein Verbandskästchen organisiert. Was hast du vor, Traufer? Was? Du hast ein bisschen Verbandsmaterial da. Traut es dir nicht mit dem Messer? Ja, im eigenen Hotel? Es sieht so aus. Das also, sieht so aus. Hast du eine Vergangenheit? Hast du die Hände auf? Hast du noch alle Finger? Jetzt habe ich noch alle, ja. Jetzt habe ich noch alle. Aber ja, ich habe mich
Ich habe mich auch schon geschnitten, ich gebe es zu. Ich gebe es zu. Auch schon, dem von heute wieder? Nein, bis jetzt nicht. Bis jetzt ist noch alles dran. Dann verzichtest du darum auf spitze Gegenstände und du hast einfach ein bisschen Würstchen einrollen. Was, ganz, ein bisschen, ganz was heisst da ein bisschen? Hey, hallo, das ist grosse Kochkunst, die ich da mache. Schau mal, Hure, Sisyphus-Arbeit, das habe ich jetzt gerade ein bisschen unterschätzt, das gebe ich jetzt zu. Du musst ja schauen, dass es nicht, nicht eng wird mit der Zeit. Ja, eben. Hey, die beiden schon etwas auf dem Grill? Ich würde immer damit rechnen. Aber Claudia, sag mal, wie viel Raclette ist schon eigentlich immer auf einmal? Ja, schon ein paar. Wie manches weiss ich aber nicht. Es ist einfach auf dem Ofen und dann kommt wieder auf den Käse. Also bis es nicht mehr magst, bis es nicht mehr geht? Ja, schon, ja. Jede sind selber schon. Und du hast auch immer, wenn du eins in den Teller tust, das nächste schon ins Höfeli? Nein, da warte ich aber noch. Das ist aber mein Verderben. ich tue immer wieder eins rein, ist ja logisch. Ja, ich mache es selber auch so, aber ich bin immer davon ausgegangen, dass alle so gefräßig sind wie ich. Aber du offenbar auch. Ja, es ist... ich bin doch ein bisschen... ein Seich. Ich bin ein Seich, ja. Wirklich ein Seich. Das war jetzt eine ganz dumme Idee von mir da mit diesem Röllerl. Hey, du, aber wirklich, Claudia, hast du da schon... weit. Also, da kommen schon die ersten Zutaten wieder ab dem Grill. Ja, sicher nicht. Sicher schon? Hey, dann klar. Also, meine böse Zunge würde sagen, du bist ein bisschen langsam. Jetzt warte noch. Ha. Immer noch so eine hohe Wurst. Hey. Aber in dem Fall, wenn du ja auch so einer bist wie ich, wo man wahnsinnig viel Raclette auf eine Schiene biegen, schon das nächste Schäufel reintun, wenn er mit dem ersten gar noch nicht fertig ist. Was machst du eigentlich mit den Raclette-Resten? Also gibt es bei dir gar nie Reste? Nein. Nie? Nein. Raclette gibt nie Reste. Und wenn es Raclette-Reste sollte geben? Nein, Raclette gibt nie Reste. Also ich habe noch nie Raclette-Reste gehabt. Aber es liegt eben an mir, dass ich immer schon wieder das nächste Öffel rein tue. Was machst du mit Raclette-Resten, wenn du schon so blöd fragst? Ich habe noch nicht. Also, weißt, ich habe eigentlich gehofft, dass du es mir kannst sagen. Ja, frag mal den Vorher. Nödi? Ja, Raclette-Resten, sind die bei dir ein Thema? Nein, ich bin schon ausgestiegen, als ich gesagt habe, ich nur eins Pfanne. Sorry. Ah, du bist so eine. Das ist jetzt eben das. Nein, also da hat man Minimum zwei. Oder? Ich meinte es eben auch, oder? Also, dir würde es wirklich noch zutun. Plus noch ein Fleisch drauf, aber also Tisch. Eben, du hast einen Tischgrill, du hast es Raclette und nachher mag der erste am Tisch nicht mehr. Oh, da kann ich das Schäufel auslehnen. Bist du sicher so richtig, einen? Richtig, bist du sicher warte so drauf, bis jemand nicht mehr mag und dann kann ich es eben fänden. Und wenn sie es nachher zurückgehen, dann kannst du dich daran erinnern, dass du ein bisschen schwingst. Nein, zurückgehen, das gibt es eigentlich gar nicht. Du, aber wenn ich jetzt so von der Weite ein bisschen schaue, ist... Marc sieht jetzt ein bisschen aus wie die Finger, die er am Schluss dann einbindet. Nichts! Also seine eigenen. Nichts! Ja, ich könnte doch mal schauen. Wir können auch ein bisschen näher da unsere Kandidaten betrachten. Können nicht nervös machen? Nein, sicher nicht. Nur ein bisschen. Das ist gesund. Oh. Bist du sicher? Ich mache einfach. Das ist noch leer. Ja, wartet! Ich will wirklich im Seich. Da ist dafür voll. Ob der Besen. Wie lange haben wir noch Zeit? Wirklich Hunger. Noch lang, lass uns Zeit. Geh noch lang. Gottfried Huber. Also eigentlich bist du fast schnell unterwegs. Nein, jetzt warte. Du weißt schon, dass der Teig auch noch eine gewisse Zeit hat. Ja, jetzt warte noch mal. Er verbrennt. Ich hasse den hohen Teig. Nur, dass ich es gedreht habe. Ich werde da unter Druck gesetzt. Kann mir mal jemand helfen? Ganz lang. Ja, mein viel Liebe. He? Ich sehe, der Roland ist ziemlich karnivor unterwegs, hat Speck auf dem Grill. Der Peperoni ist zwar auch noch da, aber da liegen auch noch Würstchen. Da ist Beilag. Und bei der Claudia sehe ich viel mehr Gemüse. Ein bisschen. Ein bisschen Tomaten, ich sehe angeschnittene Zwiebeln. Und da hast du schon eingerölte Pizza auf dem Grill gehabt. Komm, gehen wir mal dort schauen. Wenn du es so schauen gehst, ist ein verdammt heisser Grill. Mal schauen.
Nicht da. Schau, hey, du tust. Wenn es sogar wieder hey. Zu ist, sonst geht das noch. Also am Ende noch zu lang. Dann verbrennt es mir noch. Aber ich sehe, es hat sich noch niemand an die Ananas getraut. Ich bin jetzt fast ein bisschen enttäuscht. Da drauf. Wenn es schwarz wird, bist du im Fall du die Schuld, ich sag das. Ja, bist du mir gleich. Ich werde nicht bewertet. So, aufdrehen hier. Also ich glaube, drauf, du versuchst dich gerade ein gut zu stellen mit dem Nödi. Ja, ja, du musst immer schauen. Nödi, willst du das Wienerli? Ja, gern. Ja. Ich komme nachher schon kalt rüber. Hey! Hey! Kopfetelli, ich werde da gemobbt. Merkt man das? Ihr könnt es gerne kommentieren, wenn ihr das Gefühl habt, der Traufer werde gemobbt. Ich könnte auch kommentieren, wenn ihr findet, wir sollten noch ein mehr Gas geben mit dem Traufer. Also, wir sind da sehr offen für Vorschläge. Was ist eigentlich in dieser Uhrenbüchse da? Ja, mach sie auf. Komm, wir gehen schauen, was er da drin hat. Ja, wieder Ananas. Du weißt es auch, was du aufmachst, musst du auch essen, oder? Aber brauchen oder essen? Brauchen und was du noch übrig hast, musst du essen. Hey. Also denk dir, ich würde noch ein mehr Basilikum. Ja, warte. Ich weiß gar nicht, was jetzt. Ich habe jetzt eigentlich kann ich es jetzt easy nehmen. Also hast du eigentlich alles schon gemacht? Ja, ich bin fertig. Machst du jetzt noch ein bisschen Alibi schaffen? Eigentlich bin ich fertig. Ja. Aber da hätte ich eine philosophische Frage für dich. Für mich? Ja. Ich glaube, du bist der Mann für das. Sag mal. Warum ist eigentlich Käse besser flüssig als fest? Käse ist flüssig, nur anders. Käse ist immer gut. Ob er fest ist oder ob er flüssig ist. Das spielt eigentlich keine Rolle. Ich habe sehr gerne auch normalen, also harten Käse. Zum Beispiel Königskäse. Ich finde, das geht super aus auf dem Grill. Nein, hast du gesehen? Das wird ganz gut. Ich denke, du wirst gewinnen. Nein, ich denke, du wirst heute gewinnen. Das drei Punkte sind schon reserviert. Und ich haute Wienerli auf dem Grill. Speck ist umgekehrt, ist gleich. Hast du schon wieder auf da? Ja, ich muss nicht. Ja, das will helfen. Wie sieht es aus? Schlecht? Ja, nein, eigentlich gut. Sind da jetzt auch mal anrichten da schon? Claudia ist weiter als alle anderen, muss man da wirklich sagen. Und wunderschön, jetzt muss man hier schauen. Du, wie lange haben wir noch Zeit? Schau mal die Tomaten hier genau an. Schnurren, du gibst ihm keine Antwort. Schau mal, wie schön die geschnitten sind da. Ein Schmetterling. Super geil. Gegen hier sind wir im Söseli-Department. Roland? Jawohl. Bist du schon fertig, dass du bei den Söseli angekommen bist? Das Rackli-Käse ist noch nicht geschmolzen? Nein, ja, ist am Sonntag. Ja, gut, das ist Zeit, der Traufer ist viel langsamer. Genau. Hey, ich bin jetzt fertig. Du machst nur noch Garnituren? Ja, fast. Du bist eigentlich fertig, oder? Haben wir eigentlich kein Öl? Kannst du mal suchen? Haben wir kein Öl? Kannst du Oliven pressen? Dann hast du Oliven. Danke für diesen Tipp. Immer gerne. Aber probier dich mal ein bisschen aus. Also, ich meine. Ah, schau jetzt! Ja, schau jetzt! Hey, ja, hey, super! Ich würde da mal geschwind. Ich mach da für dich den Tester. Für den Tinex jetzt. Oh, das ist Frage. Es ist schon Olivenöl. Brauchst du dein vierte Pfändli? Nein. Wirklich nicht? Nicht, dass du es wegen dem verloren hast. Das ist gut. Nein, Marc, schau jetzt. Ich habe da etwas. Nimm mal zuerst ein bisschen davon. Finger reinheben, probieren. Ist es Öl? Absolut Öl. Oh nein. Das ist das Höpfelmost. Jetzt habe ich mich schon gefreut. Ja gut, also. Jetzt gehst du ein kaltpresstes Olivenöl. Extra Vergine. Ja. Dann gibt es doch noch das Messer. Achtung. Ja. Wir machen einen Schritt zurück, oder? Sonst Plästerli wäre ja dahin. Sind wir unschuldig. Ich habe es schon in der Hand, weißt du. Ja, aber du, jetzt muss ich doch sagen, es sieht ein bisschen verdächtig fest aus, als hättest du das schon mal gemacht. Was? Kochen? Genau, das Rezept. Nein, das Rezept nicht. Ist ganz sicher? Ja, ganz sicher. Oh. Aber also kochen, nur weil ich Oliven schneide, heisst es noch gar nicht, dass ich das schon mal gemacht habe. Hast du eigentlich gerne Oliven? Ja, wenn es Öl ist, eigentlich schon. Aber... Nödi, hast du gerne Oliven? Ja. Du hast Glück gehabt. Du hast verdammt Glück gehabt, du. Ich habe eigentlich fast alles gern. Außer wenn du kochst. Hey!
Irene, du siehst ganz besorgt aus. Ich kann nicht so gerne Oliven, aber ich probiere es. Wer weiß? Also von da kommst du ein Eis über. Das weißt du schon, oder? Na gut, das weiss ich schon von letztes Jahr. Was? Sie hat mich geschlagen letztes Jahr. Es ist unglaublich. Warte mal schauen. Hey, den Kraut, ich muss da mal voll aufdrehen. Mein Grill geht nicht, ich glaube, das ist irgendwie. Ich könnte noch einmal bei Claudia schauen. Das hat Burger, hätte ich gerne gefahren. Also optisch haben wir hier jemanden, der ziemlich klar im Vorsprung ist. Wir gehen uns das mal anschauen und jetzt müssen wir es noch vergleichen mit dem, der Marc auf dem Grill hat. Sieht gut aus. Doch, vergleichsweise fast ein bisschen müde. Alte Würstchen sind schon gut. Gerne Rotteig ist schon gut. Hey du, Marc, das wird streng für dich heute in der Bewertung. Ja, ich sehe es. Und da? Ich lege da Zwiebeln an, wenn wir trennen. Da haben wir immer noch ein Peperoni. Ja, weiss und Sand. Und noch ein bisschen Dessert. Aber eigentlich muss man jetzt so noch sagen, die Schneidtechnik ist gar nicht mal so leid. Also, das vor allem ist ja mit den Finger oben, da bin ich schon beruhigt. Gell? Es ist noch nicht rot. Es ist noch nicht rot, es ist noch nicht blütend. Das ist es kommt dann noch rot. Mach mal Finger medium rare. Ja, genau. Ein bisschen blütend und drauf. Jetzt kommt es rot. Ja, dann nimmst du auch nur Tomaten, dass man es nicht sieht, wenn du drei Finger schneidest, oder? Genau. Aber werden wir noch mal ein bisschen Technik, liebe Schüler. Wie lange Zeit haben wir eigentlich noch? Du schnurrst, genau. Du gibst mir keine Antwort auf meine Frage, wie lange wir noch Zeit haben. Das ist etwas zwischen 1 und 30 Minuten. Aber eben, liebe Schüler, jetzt habe ich mal geschwind gefragt. Technisch, könnt doch mal Technik da bewerten von unseren Kandidaten. Also ich muss wirklich sagen, die Schneidtechnik von Marc hat mich wirklich überrascht. Ich bin begeistert fast ein bisschen. Gut, ist auch ein bisschen unfair mit dem Messer, nicht? Hä? Ist auch ein bisschen unfair mit dem riesigen Messer. Ja. Ein bisschen ein Vorsprung. Ja, aber dann mit dem Grossen musst du es können. Schau. Das ist das. Salome. Oh. Okay, gut. Also das Köfferli ist in der Nähe. Also es ist ja. Also wie viele Punkte geben wir im Traufer, für dass er alle Finger hat? Ja. Da gibt es einen Bonuspunkt. Oder so ein Sternchen, wie vorher noch in der Schule. Wir geben ein Sternchen. Mach das mal so, wir geben einen Bonuspunkt oder nicht. Gibst du den Bonuspunkt? Jetzt schaue ich noch bei den Zwiebeln zu und dann kann ich entscheiden. Ja, mal diesen Bonuspunkt. Bonuspunkt kommt rüber. Okay. Nödi? Punkt. Ja, nein, wirklich. Ich bin überrascht, positiv überrascht. Und aber wir dürfen natürlich unsere anderen Kandidaten nicht aus dem Blickfeld verlieren. Wir haben noch den Roland. Hä? Wie sieht es bei ihm aus, technisch? Ja, ich finde, das ist eigentlich einwandfreie Arbeit. Also farblich auch sehr harmonisch hier auf dem Brett. Genau. Also wir müssen nicht mehr im Rennen für diesen Zusatzpunkt. Wir müssen nicht mehr im Rennen für diesen Zusatzpunkt. Ja, du und Claudia ist einfach schon fertig. Also, das kann man nicht mehr sagen. Ja, das Claudia ist am Claudia ist schon fertig? Ja, ich war nicht ist fertig. Meins ist im Ofen noch fertig. Oh, Kaper, oh. Da hat es Öl drin. Sie kapern nicht im Öl. Sie kapern im Öl eingelegt. Nicht im Wasser. Nimm mal einen Schluck. Das ist einfach der Kaper beigemacht. Ja, Kopf in die Huber nochmal. Ist da nichts im Öl eingelegt eigentlich in dieser Firma? So haben wir den Bonuspunkt für den Roland jetzt vergeben. Genau. Den haben wir vergeben. Ja, es sind zwei. Zwei Bonuspunkte? Ja. Sind wir auch bei zwei Bonuspunkten? Mhm. Ein bisschen mehr Bonuspunkte würden wir geben, wenn wir probieren dürfen. Am Schluss. Oh! Das Beste kommt zuletzt. Geben wir zwei Bonuspunkte? Ja. Dann schauen wir noch nach Claudia an. Die stille Schafferin, die da wirklich. Die säckelt eigentlich davon. Jetzt müssen wir hier mal schauen. Sie hat die Dauer schon fast fertig angerichtet. Sie macht schon ein Dessert. Sie hat Ananas gebraucht. Auch das. Und ich meine, der Grill, das jetzt sind wir vorher geschaut, das sieht fantastisch aus. Der ist fertig. Der wartet noch, bis es ist fertig. Ja. Wir haben noch ungefähr 5 Minuten. Ich will mal schauen wegen dem Teig. Nödi, wie sieht es aus? Nein, es kommt gut. Oh. Kommt tatsächlich. Ja. Es kommt tatsächlich. Und in der Claudia geben wir den Bonuspunkt.
Ja, der Speck ist. Oder zwei Bonuspunkte. Oder sogar drei Bonuspunkte. Also zwei sicher. Ich meine, nur schon das Tempo ist beeindruckend. Ich finde die Deko auch super. Ich gebe es drei. Zwei Bonuspunkte, drei Bonuspunkte. Ich habe nicht aufgepasst. Nein, also so wie die Ananas noch hergelegt hast, so. Gibt es drei. Dann haben wir drei Bonuspunkte. Dann haben wir drei, drei und zwei. Wir haben da aber er rechnen. Kommt auch drei über. Jetzt kommt Bestechung. Unbestechliches Jury-Mitglied. Ja, immer gern. Merci. Ja, ich komme kein. Das hat man jetzt davon. Ja, schau, eine grosse Schnorrenhand wird sie nicht mal gefüllt. Ah, gemein. Aber wir können hier gerade noch zum Roland hinterher schauen. Der ist ja da sehr, sehr tätig im Grill. Wie sieht es eigentlich aus bezüglich Action am Grill? Wir haben hier noch nicht so viel gesehen, aber Roland schmort, da schmort einiges unter der Haube. Was meint ihr? Punkt für Action am Grill. Ja, also, wer auch immer in der Pepperoni ist, sieht super aus. Mhm. Also, das ist. Also, wir gehen mal genauer schauen. Siehst du hier innen? Das kann man anfangen brennen, aber. Wunderschön. Und der Raclette kommt auch langsam, aber sicher. Ja, komm, haben wir jetzt erst. Machen wir noch gerade schön die Bewertung. Wie sieht es aus? Action am Grill. Ui. Was geben wir noch für Punkte? Nödi? Ja, ich denke, die Action am Grill wird erst am Schluss bewertet, wenn es dann wirklich so schwarze Würstchen gibt. Oder? Ja, oder? Eigentlich sollte man das am Schluss bewerten. Action am Grill. Wolltest du das auf den Schluss verschieben? Fühlst du dich noch nicht sicher? Da kommt es eben darauf an, wie es dann rauskommt am Schluss, oder? Das geht's ab. Ja. Dann müssen wir doch mal schön. Wir müssen den Zwischenstand wirklich sicher im Auge behalten. Eine Explosion gibt oder irgendetwas, weißt? Ich bin immer noch zuversichtlich. Ich glaube, darum haben sie kein Öl. Weißt du, ja. Sonst können wir so reinleeren, brennt es nach der 2,5 Meter hoch. Und dann hat der Marc am Ende keine Augenbrauen mehr. Ja, und das Bretterhotel ist aus. Mach ich Würstchen für den Öl, die vorher. Und mal schön schauen. Hey. Würstchen für den Öl. So sind schon wieder drei Punkte weg. So gut. Roher Teig. Nicht nachmachen daheim, liebe Kinder, ist gefährlich. Es gibt einen Klump im Bauch, hat meine Mutter immer gesagt. Nicht roher Teig essen. Wir gehen hier noch ein bisschen reinschauen. Oh, oh. Du, Achtung! Jetzt musst du auch nicht. Jetzt würde ich wirklich aufpassen. Du. Und schau, das Würstchen ist auch schon aufgeplatzt. Hey, langsam wäre ich so vorsichtig. Nein, ich habe es im Griff. Schau mal. Hey. Fachmann ist wieder da die Grillpfanne auf der Luft. So. Hey, ich glaube, die Jury wird schon langsam lustig. Sogar der Neudi. Sogar der Neudi, sogar den drauf für sein Messen. Ja, tatsächlich. Ja, ich habe einfach Hunger. Ist das ich, was... Und wir gehen doch noch eine Pizza schauen. Von unserem dritten Grill hier hin. Bei der Claudia. Hey, aber ich muss schon sagen, das ist schon. Ja, und vor allem sieht schon seit 5 Minuten so gut aus. Ja, es ist deprimierend. Ja. Weißt du, was extrem deprimierend ist? Was der Käse runterläuft. Ja, das ist auch schade, aber es sind 3 Fanliers und 3 Juroren und ich bin der 4. Also ich gebe keine Bewertung, aber Hunger habe ich trotzdem. Warum hat es 4 Fanliers? Ah, das ist lieb, danke vielmals. Oder eine halbe Zwiebel hat es noch. Genau. So. Haben wir jetzt noch? Geben wir euch noch. Müssen wir euch, glaube ich, unter Druck setzen. Wir sagen jetzt, ihr habt noch 2 Minuten Zeit. Können wir eine Stoppuhr laufen für 2 Minuten? Was? 2 Minuten? 2 Minuten? Also ist es ernst, oder? Ja, jetzt wird es ernst. Das jetzt kannst du natürlich schauen, oder? Jetzt müssen wir ein verhandeln. Jetzt sage ich dir 2 Minuten und du könntest jetzt so sagen, du, ich will 3. Der Neudi hat wirklich Hunger. Am Ende mit 2 Minuten schaffst du es. Also ich bin 2 Minuten ready, ganz klar. Ja, top, ich glaube. Also Claudia, hast du eigentlich seit 10 Minuten am Zuschauen, was ihr alle so macht. Genießt das schöne Wetter hier. Ich habe die Umgebung am Betrachten. Es ist ja auch schön hier, muss man auch wirklich sagen. Und es schifft nicht, hä? Ja, ja. Okay. Noch nicht. Nein, das hebt noch. Das hebt noch. Aber das finde ich auch cool. Das haben wir jetzt ganz ehrlich nicht gesehen mit dem, was du gemacht hast. Also ich habe es auf jeden Fall nicht gesehen, aber ich bin ja nur Moderator. Wenn nicht fertig, magst du gerne nochmal eine Minute. Das ist kein Problem. Ja, ich glaube, wir können jeder alles gleichzeitig essen. Genau, das ist gut. Wir können ja sowieso uns durchessen von links nach rechts. Genau. Wir schauen natürlich einfach weg. Also ist der mit den 2 Minuten wirklich kein Seich? Wirklich?
Da können wir jetzt gerade das Zeichen über. Aber im Fall nicht. Schau jetzt. Hey. Also ich weiß, wir haben ja beide schon Sprüche gerissen, oder? Aber so leid sieht es nicht aus, gell? Nein, es sieht eigentlich gut aus. Aber es ist zu wenig. Autsch. Schau dir die anderen Portionen, das ist einfach zu klein. Ja. Oder die Menge wird auch bewertet, ne? Die darfst du sehr, sehr gerne bewerten. Ja, ja. Machen wir noch Kategorie Menge drin. Genau. Wir haben noch 30 Sekunden. So, ja, jetzt geht es um die Wurst oder um die Würstchen. Oder um... Wir sind also gar nicht zu. Zeig mal den Boden. Oh, ich glaube, der Marc hat... Dann musst du nicht sagen, du schmeckst. Zeig mal den Boden. Ui! Nein, das hat gesagt, der Sommer geht so schlecht aus. Solange es nur der Teig ist und nicht der Käse, ist okay. Das ist nicht schwarz, das ist der Schatten unten. Ja, genau. Hey, aber im Fall jetzt... Fertig! Hey, aus! Das Spiel ist aus! Der Traufer ist ganz sicher nicht Weltmeister. So. Was? Also, mach noch den letzten Schritt, die letzten Söseli, die letzten Garnituren. Ja, Claudia, tief entspannt. Ja, was wollt ihr eigentlich? Ich bin schon lange fertig. Ich sehe das Problem nicht. Sieht endlich aus. Gut aus. Aber okay, jetzt müssen wir noch schauen. Das ist jetzt so das Pièce de Résistance. Nicht ganz. Oh, da hat es. Oh, das ist gut. Also, es ist aber schon. Es hat schon auch etwas, aber natürlich optisch wäre es geil gewesen, wenn es so abgeflossen wäre. Ja, wobei, so also, ist schon noch fein. Wenn du so ein bisschen anbrötelt, das habe ich schon noch gern. Ja. Ja, schaust du, dass das im Nötigen ist, gell? Hey, jetzt ist aber schon noch cool, muss ich doch sagen. Wir haben mega verschiedene Sachen auch. Und das Spannende ist, weißt, wir haben überall so eine Form von Brot, Teig, etwas. Oder? Wir haben dort eine Pizza, wir haben hier eingeräuerte Würstchen. Plus ein Bonuswürstchen für den Nödi hat es ja noch gegeben. Ja, ja, ja. Alles gut. Und hier haben wir mehr so etwas Sandwich-mässig. Oh. Aber geil, der Roland macht es sich selber nervös. Aber eigentlich ist es ja mega geil, wenn es hier die Kruste ist. Die Kruste ist das Beste. Hey, aber ich würde sagen, ihr nehmt euch mal schön Platz in der Jury. Wir kommen gerade zu euch. Und ich glaube, wir gehen gerade mal zuerst zu Claudia, weil... du wartest so schnurr, stehst du dabei. So, also wir sehen es ein bisschen, aber erzähl doch mal selber, was hast du da ganz genau zubereitet, wenn du schon den Anfang machst? Ein Pizzateig, Tomaten und ein bisschen Speck zwischen und natürlich der Feinkäse. Fein, aber was sagt euch denn Nödi dazu? Ich glaube, also Portionsgrösse könnte noch passen. Wollen wir es bringen? Mal gerne. Hilft dir auch gerade geschwind? Kannst du mir sagen, welches es ihm Nödi muss bringen? Ja, ich gebe ihm das gerade. Oder willst du es gerade geben? Ja, wie du willst, gib ihm das Grösste, so als meine Geheimtipp. Dann tun wir doch so machen. Extra viel Bier, hä? Danke. So. Jetzt wird hier gerade mal durchprobiert. Laufen wir schon? Ja, haut rein, es wird nur noch kalt. Also es tut uns ein bisschen leid für euch, aber... Ja. Also mir nicht, Entschuldigung. Es tut mir auch ein bisschen leid für mich, wenn ich ehrlich bin, aber... Also ich teile es. Ja, dann kommt es nur ins Mikrofon. Das wäre schade. So, die ersten Eindrücke. Mm. So. Wenn es genau hat. Ich glaube, im Fall, wenn es nicht magst, mag der Nödi schon noch ein bisschen mehr. Ist abgeschmolzen. Ist der Raclette-Käse wunderschön? Mhm. Ja, das sind wunderschöne Fäden. Hey, ich habe mal im Nödi da geschaut, das ist ein schöner Anschnitt dort. Gerade an der Grenze. Oh! So. Die Jury hält sich noch ein bisschen ins Schweigen. Mit was müssen wir hier rechnen? Es ist natürlich immer schwierig. Entweder bist du dir total unsicher, so, was denken sie jetzt sagen? Wenn ihr geredet wird, ist es immer gut. Das ist eben das andere. Wenn niemand redet am Tisch, ist es meistens eben wirklich fein. Oder sie haben einfach Hunger. Ich dachte, das sind sie. Also im Prinzip wissen wir bei dir überhaupt nicht, was wir sind. Aber vielleicht erfahren wir von unseren Jury-Kolleginnen ein bisschen etwas. Geben wir so einen ersten Kommentar, eine erste Einschätzung. Bevor wir alle drei probiert haben. Ja, sag jetzt aus dem Bauch raus. Also, eine Zahl kann ich nicht sagen, aber ist schon mal sehr fein. Mhm. Schon mal gut vorgelegt, also die anderen. Ihr seid unter Druck, Herren. Ihr seid wirklich unter Druck.
Es ist sehr fein, aber beim Teig ist es ein bisschen knapp mit durch. Jawohl, das stimmt. Aber ja, ganz ehrlich, ich habe es gerne, wenn es noch ein bisschen teigig ist. Jetzt hast du vorher gesagt, du hättest nicht gerne mit Teig. Das ist einfach bei dir. Jetzt habe ich wegen dir an die Bienen, Raben, Kohle, Schwarzbraten, weil du gesagt hast, nicht teigig. Das ist unglaublich. Das ist eben nur bei dir. Jetzt gehe ich ein Bier holen. Du. Nein, es sieht super aus, also angerichtet. Also Marc, ich nehme dann auch eins. Coole Idee. Aber ich glaube, wir müssen fast mal, bevor wir das ganz fertig essen, weil sonst wird der Rest noch ausgehauen. Oh ja, bring mal mit. Wir müssten, glaube ich, fast schon zu der Bewertung schreiten. So. Ich glaube, wir fangen gerade bei dir an. Salome? Also mein Teig ist erstaunlicherweise durch. Okay. Ich weiss nicht, vielleicht habe ich die bessere Seite vom Grill gehabt. Wir haben gesagt, 3 ist super, oder? 3 ist das Beste. Wenn wir uns einig sind, gut. Also wir gehen zuerst mal für den Geschmack. Aha, sorry, ich kann mich nicht aufheben. Ich habe mich schon gefreut. Ah, jetzt gibt es noch etwas zu trinken. Ah, jetzt kommt die Bestechung noch. Das ist eindeutig Bestechung. Ja, ist okay. Ihr steht euch absolut frei, Punkte abzuziehen für das oder Punkte Zusatz zu geben. Aber... Ja, da kommt noch das Westschweizer Bier. Meine war schon offen. Was hat das bedeutet? Anstoß. Ja, okay. Also, wir bewerten doch zuerst mal den Geschmack. Geschmack von, mit von 1 bis 3. Ja, tipptopp, bis 3. Bis 3? Hast du gerade das Grillpanel aufgehört? Ja, du kannst es aufhören. Ja, zeigen. Du immer noch. Wunderbar. Wir haben den Geschmack, 3 Punkte von der Salome. Wir gehen gerade zu dir weiter, Irene. Es ist sehr fein gewürzt. Und es sieht super aus, der Teller. Optik bewerten wir nachher separat. Nur der Geschmack im Moment. Von mir auch ein 3. Ein 3. Das sind zweimal ein 3. Nödi? Ja. Also für ein Zünglein an der Waage ich bist du ein festes nicht lange, Schwergewicht. Ich rede nicht lange, 3. Eben, du hast gesagt, Geschmack ist sehr fein. Gut gewürzt. Und eben, diese stören, diese nicht. Und meins ist so ein bisschen zwischen... Ich habe es gerne ein bisschen teigig. Nicht so schwarz. Aber wir freuen uns auch natürlich aufs Nächste. Ja, ja, wir probieren das Schwarze. So, und jetzt kannst du gerade anhängen, wie sieht es aus mit der Optik? Ja gut, ich glaube, da müssen wir nicht diskutieren, wenn ich es nicht verunstaltet hätte. So schön angerichtet hier. Beeren. Tomaten wie ein Schmetterling gemacht. Hier. 3 Punkte für die Optik. Irene? Ein bisschen langweilig, aber ja. Ja, ich kann auch nichts anderes sagen. Also. Noch eine ist 3 Punkte. Also hast du mir mit diesen Essen ein bisschen Angst gemacht, aber hast du mit den Bieren wieder geredet? Nein, das ist eine perfekte Bewertung, was Geschmack und Optik angeht. Roland? Jawohl. Du bist jetzt an der Reihe zum Nachlegen. Ich helfe dir auch gerade geschwind. Darf ich das schon nachschauen? Ja, der geht zum Nödi. Ich nehme auch noch mal. Also nehmen wir uns den Teller. Dann meinst du. Teilen müssen wir natürlich noch ein bisschen. Jetzt müssen wir glaube ich, ein bisschen Platz machen. Das ist das. Das sollte so ein sogenannter Raclette-Dog sein. Hotdog mit Raclette-Käse. Hast du gefunden, Zutaten das eine Challenge war? Schon noch. Was hat dir am meisten Sorge bereitet? Zeit. Ananas vom Traufer? Nein, Zeit. Aber mehr bisschen nicht. Zeit. Zeit. Das ist schwierig zum Essen. Peperoni. Es sollte noch ein bisschen drauf sein, dass es Ei und Käse Mischung gibt, dass es aufgeht wie ein Kuchen. Mhm. Aber zeitlich hat es nicht ganz gelangt. Ja, das ist natürlich schwierig. Da kannst du natürlich auch nicht vorheizen. Da musst du den Grill zuerst frisch anlassen. Ja. Aber was meinst du? Hast du Vertrauen? Jetzt besser angebracht. Ah, schade. Aber weißt, vielleicht merken sie es gar nicht. Genau. Oder? Sie hören uns ja nicht. Nein, also auf gar keinen Fall. Genau. Aber auch da merkst du jetzt, oder? Auch die Jury ist hier wieder ganz still, wie vorher. Der Nödi hat natürlich einfach immer noch Hunger. Mm. Aber vielleicht ist es eben auch, dass es wirklich fein ist. Gut gemacht. Fröschli. Das finde ich jetzt wahnsinnig schön. Das finde ich jetzt wahnsinnig schön. Ihr, ihr bekämpft euch eigentlich bis aufs Blut. Los, es ist immer so und es wird immer so bleiben. Raclette verbindet. Und darum haben wir Verbandsmaterial für dich. Genau. Wir sind auch nicht. Wir sind ja nicht. Ja, wir haben erste Kommentare von der Jury. Das ist scharf. Krass. Ich glaube, die sind schon ready zum Reden da. Wir debattieren über die Schärfe von der Peperoni, also vom Inhalt von der Peperoni. Ja. Wir sind uns nicht einig. Also ich finde es nicht scharf, sollte es scharf sein. Ich habe einfach den Chili-Käse genommen. Ist er jetzt scharf oder nicht? Ich sage eben, der ist nicht scharf. Und ein bisschen gewürzt.
Aber du findest ihn scharf? Ja, scharf, Stückchen für mich. Du, vielleicht ist mir einfach nicht scharf gewesen. Jetzt natürlich eine Frage, nicht. Hast du gerne scharf? Ja. Wohlwollen. Irene? Da hat es ja noch mal eins. Ja, schön. Kommst du in Schwitzen? Ich kann es nicht bringen. Wenn irgendjemand das will. Oh, ja. Zum Boy. Prost. Du Prost. Und wenn er jetzt so einen Schluck nennt. Du denkst aufs Kochen? Ich glaube nicht. Wenn er jetzt so einen Schluck nennt. wäre ich noch nicht sicher, wenn ich die wäre. Könnt ihr euch im Kopf ja schon mal bereit machen, was eure Bewertung da könnte sein? Wir fangen auch hier wieder an mit dem Geschmack. Salome, willst du gerade wieder starten? Ich finde die Idee super. Ich habe ein bisschen ein Problem. Mir ist der Käse wirklich ein bisschen zu fest durch. Sorry. Aber geschmacklich ist es sus 1A. Darum ein 2 von mir. Wir haben den ersten Verlustpunkt. Ah, knapp. Mein Käseherzchen tut einfach ein bisschen weh. Aber das ist ein 2 Plus, oder? Das ist ein extrem knappes. Ja, wenn ich noch ein Sternchen hätte, dann hätte ich dir 2,5 gegeben. Aber es Mühe abzuziehen muss ich und ich habe keine Zwischenzahl. Ja. Irene? Also, der Käse ist auch. Genau. Oh. Das hört man jetzt natürlich wahrscheinlich nicht. Ich tue mich ganz nahe mit dem Mikrofon. Das ist der Käse. Und der Hotdog hat ein zu wenig Geschmack und Peperoni ein zu viel. Von mir auch ein 2. Oh, das könnte knapp werden. Das könnte knapp werden. Wir haben noch eine andere Bewertungskategorie. Wir haben noch die Optik. Nödi, der Geschmack. Geschmack. Ja, wir Hausfrauen müssen zusammenheben, gell? Genau. Ich muss sagen, also, ich könnte noch ein bisschen mehr Käse drauf haben. Aber ja, muss schon sein, eben Zeit war ein bisschen knapp gewesen. Mir passt geschmacklich eigentlich recht gut. Und ich gebe dir ein 3. Bravo! Netz, wie sieht es aus mit der Optik? Eins muss ich aber sowieso mal noch vergeben. Wie sieht es aus mit der Optik? Irene, du hast gesagt, der Käse ist ein bisschen hart, aber sieht er wenigstens gut aus. Ja, ist knusprig. Ich finde ihn eben optisch schon noch. Also, so, wenn es jetzt geheißen hat, Käse-Chips, wäre das super. Aber ich gebe auch dort ein 2. Also, Optik hat ein 2 von Irene. Salome? Ich bin grosszügig, ich gebe 3, weil ich finde einfach, sonst ist die Idee so cool und mega gut umgesetzt, dass es ignoriert kann. Es ist ja ein wahnsinnig schönes farbiges Teller. Es ist ein mega schöner Teller und ich würde das sicher mal noch probieren, wenn der Käse einfach noch ein bisschen schmilzt und nicht gerade schon. Ja. Ich tue noch mal Lob. Hey, voll! Wir haben noch den Nödi. Von Hausfrau zu Hausfrau. Also ich war eigentlich drauf und dran, den mit der Hand zu essen und gerade einzupacken und so. Also von dem her alles richtig gemacht. Ich finde das super. Wunderbar. Bravo. So. Kreativ. Kommen wir jetzt aber zum dritten Gericht. Wie darf das nur zweigen? Also wir haben noch also, im Traufer sind wir nächste Kreation. Ja, Wienerli im Teig. Das ist schon. Machst du gerade. Ah, voilà, wir haben hier einen vom Fach. Ja, genau. Wienerli im Teig. Vom Traufer. Aber ich habe ein aufgeschnittenes Wienerli im Teig und nachher Raclette-Käse dazwischen da eingewickelt. Oben drüber wollte ich eigentlich das Pesto machen. Ohne Öl geht nicht. Jetzt habe ich einfach sonst irgendetwas gebastelt. Ja, und das ist. Einfach von oben essen. Und? Bist du schweissgebadet oder eher tiefenentspannt? Nein, tiefenentspannt. Du sollst mal die Optik jetzt bewerten, bevor wir machen doch mit Optik, ja, das könnte ich da. Also wenn man es nicht drüllt, tipptopp, du. Also, es ist nicht einmal halb durchschwarz, also es ist nicht so schlimm. Also wir haben ein 3 von der Salome für die Optik. Eben, wir drüllen es nicht. Von oben für die Optik. Nödi? Von oben gibt es auch noch ein 3, hast du? Von oben gibt es Optik ein 3. Von oben? Ja, das ist Speck und Käse. Von oben gibt es für die Optik ein 3. Oh, dein Speck noch. Ja. Schön Kost, ne? Super. Dann haben wir ein paar Röstaromen eingefangen. He? Das habe ich extra gemacht mit den Röstaromen. Extra für ja. Ja, das ist extra so. Aber nicht Kohle, oder? Das ist ein Brienzer Rothornbahn Heizerwürstchen. Das muss ein bisschen Kohle haben. Aha. Wer will flüssiger Käse? Ich will dir jetzt keine Angst machen, Traufer.
Aber wenn du jetzt nicht mal gut aus, gell? Ja, wenn du jetzt mal schaust, Scheiße, wahnsinnig skeptisch. Wenn da noch vorher haben wir wirklich lächeln und zufrieden und. Nein, das sind mehr Runzeln, als du Punkte bekommst. Hey, hallo! Nein! Oh. Es ist ein Elend. Es ist so ein Elend. Das tut mir auch leid. Weißt du, ich habe dich ja fest angezündet. Ja, du hast meine Hotdogs auch fest angezündet. Ja, aber ich finde doch, sie haben eigentlich am Ende schon geil ausgesehen. Sie ist auch geil ausgesehen. Ja! Einer, der kochen könnte, könnte das noch richtig gut machen, sehr wahrscheinlich. Dann müssen wir es nächstes Mal brander als du. Ja, das sagen wir nicht. Ja, ist furchtbar. Nein, du, die Hoffnung ist noch nicht verloren. Auch wenn der Nöde schon die Hände zusammenschlägt. Muss mal schauen, wie der drin sieht. Nein, also ich glaube. Hättest du mal ein bisschen lächeln? Ich habe so Hunger gehabt. Und jetzt kommt das. Ja, aber dann kommen wir noch gerade mal zu der geschmacklichen Bewertung. Wir fangen mal auf der anderen Seite vom Jury-Tisch an. Irene? Geschmack ist gut. Man hätte jetzt vielleicht noch ein bisschen Senf können rein tun. Oder ein bisschen würzen. Ja, du musst ein Eis haben, sorry. Oh. Nein. Genau. Wir gehen gerade weiter in der Reihe. Nödi? Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, also, das Grünzeug, das du noch drüber reintun hast, also mit dem Knobli zusammen, das möchte ich gerne Pesto. Hey! Das hat es also noch rausgelopft. Wirklich? Ja, geschmacklich. Mhm. Da hat es wirklich noch. Das ist noch fein, wirklich. Trotz der Oliven. Oh. Aber es mag die schwarze Kruste unten einfach nicht übertönen. Das ist ein bisschen schade. Und vom Speck, ich meine, sorry. Wenn wir nicht in den Speck schauen? Sorry. Was ist da? Ist da noch Speck? Ja. Also wir haben einen Gasgrill hier, das sind keine Holzkohlegrille. Das ist einfach. Nein, ganz ehrlich, eben, für das Grünzeug gäbe es ein 3. Also. Sorry. Oh! Ja, oh. Nein, komm, ein 2. Ja, komm, geht. Bist gnädig. Ja, gibt es ein 2. Oh! Ja? Versetzt ihm jetzt einen Gnadenstoss? Nein. Also, wir können zweimal bewerten. Einmal können wir es bewerten ohne die Unterschicht, wenn man die einfach dann finde ich es sehr gut, eben mit dem Pesto. Wiederweise können wir das wahrscheinlich nicht. Also machen wir einen Kompromiss und landen in der Mitte beim 2. Geben wir ein 2. Ja. Aber eine Frage, wenn du Fleisch brötelst auf dem Grill, kehrst du das nie? Ja, schau, das Gute an einer Facebook-Übertragung ist ja, dass man zurückspulen kann und schauen kann, dass ich es oben drauf da habe. Und dann ist irgendein grosser Mann aus der Jury gekommen, ich weiss nicht, wie er geheißen hat, gesagt: Tu es ab! Also nie auf die Jury hören. Bei Deutschland sucht den Superstar nicht und bei der Raclette Grill Challenge auch gerade nicht. Tu es ab! Ja. Aber alle Bewertungen sind jetzt da. Ich muss mal nachher die Punkte schauen. Ja. Mhm. Ja. Es ist, wie du sagst, relativ eindeutig geworden. Wir haben einen ganz klaren ersten Platz, den wir vergeben können. Der Marc ist immer noch am Kochen. Der aber hat seine Berufe gefunden. Hast du jetzt auch noch etwas Gutes gemacht? Hey. Aber es kann nur jemand gewinnen und eine zweite Runde gibt es nicht. Sorry, Marc. Ja. Raclette Grill Challenge 2022 hat gewonnen. Claudia! Bravo! Ja. Ganz grossen Applaus. Super schön, super sportlich. Da wird gratuliert. Das ist nicht einfach gewesen. Claudia, wie ist es dir ergangen? Ja, eigentlich noch. Jetzt bin ich tiefenentspannt. Nicht mehr schweissgebadet? Ja. Nein, aber vorher war es ziemlich nervös. Hast du eine Zitterung gehabt? Ja. Oh ja, aber es ist souverän. Also, du bist hier mit einer Seelenruhe. Eigentlich bist du davon gesprintet. Du hast alle hinter dir gelassen. Zuerst im Grillieren und nachher auch noch in der Bewertung. Also das ist wirklich eine Leistung gewesen. Merci. Das ist ganz schön. Gratuliere auch noch von mir. Merci vielmals. Unser Champion, unsere Champion, muss man ja sagen, geht natürlich nicht nur mit Rum, Ehr und Raclette heim.
sondern ganz viel Raclette. Und nebenzu gibt es auch noch einen wunderschönen neuen Grill, wie unsere Dinger hier, die wir hier haben, von Napoleon. Es gibt ein Weekend für zwei hier im Bretterhotel vom Traufer, in Hofstetten bei Brienz. Und wie gesagt, Raclette. Und zwar nicht ein bisschen Raclette, nicht relativ viel Raclette, sondern 2 Kilo Raclette-Käse, dass man etwas auf den Grill tun kann. Marc, als guter Verlierer. Willst du die Scheibe, die Grill Challenge Champion Scheibe 2022 übergeben? Jetzt müssen wir die holen? Sie versteht die Scheibe nicht. Wir haben hier sprachliche Schwierigkeiten. Ja, sprachliche Differenz. Das ist natürlich eine Scheibe. Also, ich bin ja selber Innerschweizer. Sagst du Scheibe? Oder nein, Schurz. Wir sagen Schurz. Ein Schurz. Ja, ich sage eben Scheibe. Aber das könnte länger gehen. So wie sie dort ihre Dinge, ihre Kistchen anschaut. Aber ich will es nicht unterlassen, einfach wirklich zu gratulieren. Ich freue mich natürlich, dich dann irgendwann als Gast hier zu begrüßen bei uns im Hotel. Und ich werde einfach noch mehr proben, noch mehr üben und mir noch mehr Mühe geben, dass es. Nein, also nächstes Jahr. Ich glaube, der Nödi kommt gerne Probe essen. Ja, ja, unbedingt. Aber. Also wenn ich wieder einmal so etwas mitmache, dann würde ich das Menü als erstes und nachher die anderen zwei, dann ja, soll ich aufwärts gehen. Ja. Ja. Ich habe mir Mühe gegeben. Also meinst du jetzt gerade so ein bisschen ein enttäuschendes Finale gewesen da für dich? Nein, grundsätzlich wäre es schon gut gewesen. Es ist einfach ein bisschen fest, Röstaroma gehabt. Ein bisschen zu fest. Du, es kann es geben, es kann es geben. Es passiert der Beste, aber der Allerbeste offenbar ja nicht. Und die Allerbeste kommt jetzt hier, die wunderschöne Scheibe, Schurz, Schürze. Wir decken auch in Sprache und Dialekt ab. Gratuliere, ja. Claudia! Ja. So, es ist heiß zu und her gegangen hier. Wir kommen jetzt hier zum etwas gemütlicheren Teil mit dem Raclette-Plausch. Auch ich freue mich wahnsinnig fest, ein bisschen durchzuschnaufen. Zum Glück kochen nicht der Traufer unser Raclette. Aber für euch daheim gibt es auch noch ein kleines Goodie, und zwar gibt es etwas zu gewinnen. Die Frage ist, und ihr dafür müsst beantworten, wo ist euer Lieblings-Raclette-Stübli? Ist es auf der Dachterrasse von eurer Wohnung in Zürich im Kreis 3? Oder ist es eben doch eher in einem Berghütli in den Berner Alpen? Zu gewinnen gibt es eine Woche Ferien in einem Camper. Und der Camper hat alle Schikanen und hat unlimitierte Kilometer, die ihr hier verballern könnt. Es hat natürlich aber auch weitere coole Preise. Warum zeigst du das auf mich? Habe ich schon wieder etwas falsch gekocht? Nein, du müsstest jetzt noch einen Teil sagen. Was hat man so auf? Das habe ich vergessen. Jetzt bin ich ganz durch den Wind. Warte, ich schaue auf welches von deinen Kärtel. Ja, die kann ich nicht empfehlen. Was habe ich vergessen? Du müsstest jetzt noch erzählen von den Grillschäufeli. Ah ja, genau. Grill-Fanli, die wirklich extrem cool sind. Und jeder gute Grilleur muss daheim haben. Ja, die gibt es jetzt bei raclette-suisse.ch. Also, ja, hast du den eigentlich daheim? Sonst schenkt dir das. Oh, das ist lieb. Mit der Tomatli drin? Mit der Tomatli. Ja, hast du gesehen? Ja. Es hat eine Tomatli drin. Ich denke, die Tomatli schneiden kann ich nicht versichern. Und hast du dann nicht die Finger geschnitten? Genau. Hey, alle Finger sind noch da. Alle Finger sind noch da. Der Roland versteckt seine in den Hosensäcke. Ah, nein, da ist noch. Die Claudia wissen wir, dass sie das ist. Da geht nichts in die Hose. Da geht überhaupt nichts in die Hose. So. Jetzt ist fertig. Das Henkeli ist gerade abgeht. Aber es gibt noch ein ganz, ganz grosses Danke zu sagen. Und zwar müssen wir noch Danke sagen im Team von Raclette Suisse. Im Team auf dem Bretterhotel hier, vom Traufer. Unsere Jury natürlich ebenfalls, ein Kamerateam, auch der hier hinter der Kamera von den Mood Studios und natürlich noch der Amachschon-SA für die Grills. Ich habe an dieser Stelle hier fertig. Ich wünsche euch noch einen ganz, ganz schönen Sommer. Genießt es, bleibt lustig auf Raclette und ich wünsche euch also adieu.